Willkommen, ich möchte Ihnen gerne in diesem Video eine Thematik präsentieren. Ein Bodenbelag neu verlegt in der Renovierung, Altbau. Was habe ich zu beachten? Es lag ein alter Teppich drin, wurde entfernt und hier wollen wir jetzt ein Klickvinyl verlegen. In diesem Video möchte ich mit Ihnen einige Punkte durchgehen, Ihnen zeigen, worauf Sie zu achten haben. Bevor wir jetzt mit dem Verarbeiten vom Vinyl beginnen, möchte ich Ihnen noch ein paar Punkte an die Hand geben. Einmal vorab grundsätzlich Untergrund prüfen. Schauen Sie dort auch in unsere Videos, in den Channel oder in den Magazinbereich, wie prüfe ich den Untergrund? Auf welche Toleranzen habe ich zu achten? Am Boden muss eben sein, da gibt es Toleranzen, können Sie nähere Informationen auch bekommen. Zum Material, das Vinyl wurde vor 2 Tagen an die Baustelle angeliefert. Bitte achten Sie auch darauf, Vinylboden muss mindestens 48 Stunden in Ihren Räumen liegen. Es ist im Sommer wie auch im Winter wirklich wichtig, sonst haben Sie extrem viel Spannungen in der Klickverbindung. Achten Sie auch dort bitte drauf. Zum Werkzeug. Sie brauchen beim Vinyl kein kompliziertes Werkzeug, keine Kappsägen oder Stichsägen. Das können Sie alles sehr, sehr gut, ich sag mal, mit einem Cuttermesser schneiden. Winkel ist ganz gut, damit Sie Maß nehmen können, auch dann halt die Punkte positionieren. So ein Schlaglotz, sehen Sie auch im Video gleich, ist sehr, sehr hilfreich, macht die Verarbeitung des Vinylbodens in der Verbindung sehr einfach. Kriegen Sie auch bei uns ganz normal einen Zollstock und einen Bleistift. Das sind so die einzelnen Punkte, die Sie benötigen, um einen Vinylboden als Klickvariante zu verlegen. Zur Dämmung. Die Dämmung sollten Sie dann auch immer die passende von den Herstellern nehmen. Die sind immer vorgeschrieben. In diesem Fall ist es die DB Cover. Die verlege ich Ihnen gleich als allererstes aus. Machen Sie auch schön vollflächig. Ich möchte mit dem Verarbeiten loslegen. Sollten Sie in diesem Bereich noch Fragen haben, melden Sie sich bei uns auch an dieser Stelle, bevor Sie dort bei der Verarbeitung irgendwas falsch machen. Die Rolle wird in dieser Art und Weise ausgelegt. Sie nehmen es aus den Verpackungen raus. Und Sie merken schon, sie hat eine glatte Seite, die kommt zum Estrich hin und sie hat eine raue Seite, die kommt nach oben hin. Das ist dafür da, dass der Vinylboden, wenn die raue Seite auf den Untergrund vom Vinylboden trifft, nicht rutscht. Der Boden rutscht nicht, sie ist rutschhemmend, wirkt sie. Das ist so die Verlegerichtung oder Ausrichtung der Dämmung. Noch wichtig zu beachten, sollten Sie eine Fußbodenheizung haben, auch dafür ist die DB Cover geeignet. Sie reduziert extrem stark die Akustik, wie im Raum auch nach unten, aber auch sie nimmt die Wärme auf und leitet sie nach oben. Auch noch wichtig zu beachten. Wir verlegen jetzt erstmal die Dämmung und dann sehen wir gleich weiter. Dämmung ist ausgebreitet, es liegt jetzt überall. Jetzt würde ich gerne mit der Verlegung beginnen. Und das heißt, da gibt es ja auch noch einige Punkte so zu beachten. Ich mache es ja, ganz häufig, dass ich mir so 2, 3 Pakete schon mal öffne, mir zur Seite lege, sodass ich auch mischen kann. Achten Sie da auch drauf, dass Sie nicht immer ein Paket leer machen, dann das nächste leer machen. Mischen Sie es bitte. 2, 3, 4 Pakete, dann kriegen Sie ein schönes, natürliches Bild da zustande. Erste Reihe, wichtig zu beachten, erste Reihe schön ausrichten. Nehmen Sie sich für die erste Reihe auch ein bisschen mehr Zeit. Sie legen die Diele hin. Hier auch. Wir verarbeiten die Vinyldiele von links nach rechts. Also Sie legen auch die Klickverbindung. Es gibt zwei breitere Klickseiten, die legen Sie in den Raum rein. Die schmale Seite zu der Wand. Und beginnen es so mit der zweiten Diele, dass Sie die nehmen. Und so merken Sie das auch von links nach rechts. Man kann das Material, die Vinyldielen von Planeo echt gut auch alleine verarbeiten. Sie richten das aus, Sie merken das auch mit der Hand erst die Stirnseite rein, werden auch gleich in der Nahaufnahme Ihnen genau zeigen, wie es geht, dass das schön in der Flucht ist. Also achten Sie auch erst die Stirnseite rein, können man auch nochmal hochnehmen, wenn Sie merken, das hat noch nicht so ganz hingehauen. Schauen, hier ist die Diele wirklich drin und hier immer schön mit dem Finger fühlen an der Stirnseite. Wenn das in einer Flucht ist, dann gehen Sie in die nächste Diele. Jetzt sehen Sie schon, das ist das letzte Stück in der Reihe und genau dieses Stück müssen wir jetzt auf die Diele übertragen. Bevor Sie jetzt da Maß nehmen und das auf die Diele aufzeichnen, nehmen Sie einfach die Diele, auch aus der Richtung, wie die Klickverbindung jetzt rein muss und drehen Sie das einmal um 180 Grad und nehmen sich den Punkt, den übertragen Sie auf die andere Seite und legen jetzt
mit dem Winkeleisen und Cuttermesser einfach ziehen Sie jetzt den Punkt oder den Schnitt darüber. Diesen Punkt, den können Sie jetzt super einfach schneiden und knacken. Damit haben Sie genau dieses Maß genommen, legen Sie rein. Erste Reihe ist fertig. Den Abschnitt aus der ersten Reihe verwende ich jetzt für die zweite. Dort sollten Sie darauf achten, bitte größer wie 30 cm. Alles, was als Abschnitt kleiner wie 30 cm ist, muss weg. Ich verlege jetzt die zweite Reihe. Jetzt möchte ich Ihnen auch gleich den Trick mit dem Schlagklotz zeigen, aber auch nochmal Werbung machen für die Verbindungstechnik von Planeo. Sie hat die Verbindungstechnik, dass man zuerst die Stirnseite reinlegt und dann die Längsseite. Und es ist eine sehr ausgereifte Klickverbindung. Viele Systeme sind so, dass man die Längsseite reinmacht und einfach von oben reinlegt und dann mit einem Gummihammer draufklopft. Geht auch, ist in Ordnung. Aber technisch ausgereifter, mehr Zuglast hält diese Verbindung aus. Das zeige ich Ihnen jetzt. Lege die Stirnseite rein. Und lege an der Klickverbindung die Diele in der Längsrichtung hin. Nehme das etwas hoch und jetzt liegt die schön auf der Klickverbindung drauf. Jetzt nehme ich den Schlagklotz und achte drauf. Ich brauche nicht viel. Und das war's, die Diele ist drin. Deswegen habe ich den Schlagklotz dabei, dann kann man auch sehr gut alleine arbeiten. Thema Vinylboden. Jetzt sehen Sie es, wenn der Raum fertig ist, wie wir es verarbeitet haben, wie der Raum Gestalt angenommen hat und jetzt sind die Möbel drin. Hier kann man das sehr gut sehen anhand dieser Räumlichkeiten, wo das Anwendung findet. Im Wohnzimmerbereich, rübergehen zur Küche, rausgehen zur Terrasse, aus dem Flur reinkommt. Ich stehe gerade barfuß vor Ihnen und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Vinylboden hat all diese Eigenschaften in sich. Es ist sehr pflegeleicht, es ist sehr robust. Es ist feuchteunempfindlich. All das, was Sie gerade in solchen Räumlichkeiten, im Küchenbereich, Esszimmerbereich oder im Wohnzimmer benötigen. Der ideale Boden für die Räumlichkeiten zu Hause. Und die brauchen Sie dort, wenn Sie einen robusten, angenehmen, pflegeleichten, warmen Boden brauchen. Wenn Sie Ihr Projekt noch irgendwelche Themen haben, wo Sie sagen, ich bin mir da nicht sicher, melden Sie sich bei uns, rufen Sie an. Gehen Sie bei uns auf die Magazinseite im Shop, schauen Sie sich diesen Bereich an. Da gibt es so viele weitere Informationen, das kann ich Ihnen an die Hand legen. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und wir freuen uns auf jeden Kontakt von Ihnen. Bis dann.